Okay, das ist so. Auch Schaden anrichten kann. Genau. Und dann würde ich mal zur nächsten Folie übergehen. So, das hat geklappt. Das ist nämlich das bipolare Training. Und das ist etwas, was ja mittlerweile, glaube ich, in aller Munde ist, vor allen Dingen eben das High-Intensity-Training. Und was heißt das im Grunde erst einmal? Ich habe jetzt hier extra mal eine Grafik mitgebracht, die meiner Meinung nach halbwegs korrekt ist. Nicht 100%, aber ich glaube, sie ist schon halbwegs in Ordnung. Und zwar haben wir hier unten die Intensität in Prozent. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Prozent von VO2 Max ist. Also hier bei 100% wäre jetzt die VO2 Max. Und hier auf der Y-Achse ist der Anteil in Prozent. Also ganz grob gesagt, wie viel Zeit oder des Trainings, welchen Anteil des Trainings verbringe ich in welchem Training? Und jetzt würden wir einfach mal davon ausgehen, dass jetzt hier das Low-Intensity-Training oder bis hier geht. Und dann geht man allgemein davon aus, dass man ungefähr 80% Low-Intensity trainiert und 20% High-Intensity und ups, sehr wenig in diesem Medio-Bereich, der hier so etwas grau eingefärbt ist. Jetzt gibt es hier zwei Unterscheidungen. Und weil ich das schon häufiger vorgetragen habe und es dann immer wieder Überlegungen gibt, ja, kann das überhaupt sein oder wie passt das eigentlich zusammen? Es gibt dafür ganz grundsätzlich zwei Hauptberechnungstypen. Das ist einmal Time in Zone und auf der anderen Seite Session Goal Approach. Ich erkläre jetzt beides. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Athlet XY 10 Stunden pro Woche trainiert. Dann würde das bedeuten, dass die Herzfrequenz, das ist auch ganz wichtig, das geht nicht um die Leistung, viel besser wäre ja noch Sauerstoffaufnahme, da müssten wir aber alle mit einer K5 rumlaufen den ganzen Tag, das würde dich freuen, Benny, ich weiß, aber das ist leider nicht realistisch. Es würde bedeuten, dass wir 80% unseres Trainings, also 8 Stunden, hier in diesem Bereich, also in einem Low-Intensity-Bereich trainieren oder uns aufhalten, was die Herzfrequenz angeht, oder niedriger. Das darf auch sein. Also alles ist ja immer eine Zone, in der Low-Intensity-Zone. Sehr, sehr, sehr wenig in diesem mittleren Bereich. Und ich erkläre auch gleich, warum. Und halt eben bis zu 20% hier. Jetzt hat man aber irgendwann festgestellt, naja, irgendwie passt das nicht so ganz. Beziehungsweise das wäre dann schon echt viel, weil 2 Stunden High-Intensity-Training, da kann man sich aber mal überlegen, das ist extrem viel. Und deshalb hat man eigentlich gesagt, dass wenn man das Time in Zone Modell fährt, also diese Zeit in den Zonen, dann ist es eher 90-10 oder 90, 2 bis 5 in dem Medio-Bereich und vielleicht bis 5 im High-Intensity-Bereich. Weil das bedeutet, also so ein klassisches High-Intensity-Training wäre ja zum Beispiel 4 mal 4 Minuten. Also 4 Minuten im High-Intensity-Bereich mit 4 Minuten Pause und das Ganze 4 Mal. Wenn ich das 2 Mal pro Woche mache, komme ich ja auf um und bei 30 Minuten Belastungszeit und dann hätte ich ungefähr 5% von den 10 Stunden. Das wäre so die Überlegung. Session Goal Approach ist ein bisschen anders. Das ist quasi ein bisschen übersetzt von dem, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, man trainiert 80% der Einheiten im Low-Intensity-Bereich und 20% der Einheiten im High-Intensity-Bereich vom Schwerpunkt her. Also in 2 Einheiten pro Woche würde man High-Intensity-Intervalle oder Inhalte integrieren. Beides funktioniert gut und wenn man beides dann trackt, kommen eigentlich dann gleiche Ergebnisse raus. Also beim einen sind es eben 80% und 20% und bei dem anderen eben 90 und 10. Warum macht man das? Nun, wenn wir einfach mal den Athleten anschauen, ist ja die Frage, was sind leistungsbestimmende Faktoren? Und ich habe ja eben schon gesagt, und deswegen ist es hier ja auch mehr oder weniger 1% der VO2 Max aufgetragen, die VO2 Max ist nach wie vor der entscheidende Ausdauerparameter. Es ist immer quasi die Größe des Motors erst einmal entscheidend. Auch wenn zum Beispiel auf der Langstrecke im Ironman der Fettstoffwechsel unheimlich entscheidend ist. Aber ganz grundsätzlich ist die maximale Sauerstoffaufnahme im Ausdauersport der leistungsbestimmende Parameter. Immer noch mal adaptiert an das Anforderungsprofil. Also nicht jeder braucht eine 85er VO2 Max, wenn es überhaupt möglich wäre. Ein Ironman-Profi kann auch mal bis 75 runtergehen. Also ein Jan Frodeno wird nicht viel mehr als ein 75er VO2 Max haben. Habe ich alles schon mal kalkuliert. Genau. Wir wissen, dass durch dieses bipolare Training die VO2 Max deutlich besser trainiert werden kann im Mittel. Also wenn ich mir große Probandengruppen anschaue, in Meta-Analysen,
sieht man immer wieder, dass durch das bipolare Training, wenn es richtig durchgeführt worden ist, dass die Anpassung der VO2 Max am besten ist. Das heißt, wenn das Ziel im Training ist, die VO2 Max zu trainieren, würde ich zunächst einmal immer davon ausgehen, dass dieser bipolare Ansatz sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Weil wir müssen uns die VO2 Max nochmal anschauen, es ist das Herzminutenvolumen, also Herzfrequenz mal Schlagvolumen. Da wissen wir, das können wir sehr, sehr schön durch Low Intensity trainieren, aber eben auch durch High Intensity. Und auch die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz. Also das Produkt aus HMV und arteriovenöser Sauerstoffdifferenz. Und für eine hohe arteriovenöse Sauerstoffdifferenz brauche ich viele Mitochondrien, die den Sauerstoff aufnehmen. Und auch beide Trainingsbereiche sind sehr gut für die mitochondriale Genese. Was nicht gut fürs HMV ist und auch nicht gut für die mitochondriale Genese, ist diese graue Zone hier in der Mitte. So immer dieses, ich fahre mal ein bisschen mit Druck. Ja, und das kann ich mir auch erklären. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Das ist im Grunde ja dieser Bereich. Das ist diese No-Go-Area, sage ich mal, wo eigentlich wenig Anpassung erzielt werden soll. Was bringe ich dem Körper hier bei? Also relativ viel Kohlenhydrate verbrauchen, aber der Fettstoffwechsel gar nicht mehr so optimal. Statt einfach zu sagen, nee, Fette sind das, was wir hier primär triggern wollen. Und da könnte man jetzt auch Signalkaskaden natürlich dahinter schreiben. Und gleichzeitig eben High-Intensity-Training, wo ich ein hohes Herzminutenvolumen aufbringen muss, um überhaupt die Leistung zu generieren, weil ich muss ja dann sehr, sehr viel Sauerstoff in kurzer Zeit zu den Muskelzellen bringen, zu den Mitochondrien vor. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir in der Praxis immer wieder sehen, dass dieser Bereich hier in der Mitte, aber sich ja eigentlich ganz gut anfühlt. Also man fährt ja schon, man läuft schon ein bisschen flotter in der Mittagspause mit Kollegen. Alle laufen natürlich sehr, sehr entspannt, aber eigentlich laufen alle zu schnell. Also wenn man sie fragen würde, wäre es entspannt. Wenn man dann vielleicht mal Laktat misst oder wie auch immer, würde man merken, oh, ist vielleicht gar nicht so entspannt. Also das ist eigentlich so mit die Hauptaufgabe, die Athleten immer darauf hinzuweisen. Es kann aber durchaus auch im Saisonverlauf und gerade jetzt, wo wieder erste Wettkämpfe anstehen, auch mal Ziel sein, in diesem Bereich zu trainieren. Oder vielleicht hier an den äußeren Rändern. Warum? Das ist das Race-Pace-Training. Also zum Beispiel für einen 10-Kilometer-Läufer. Oder vielleicht auch hier in dem unteren Bereich oder in diesem Bereich hier für einen Marathonläufer. Oder für einen Ironman, das ist dann vielleicht eher ja, in diese Richtung hier. Also gar nicht mehr so klar in diesem Low-Intensity und nicht im High-Intensity, sondern an diesen Grenzen zu diesem medio-intensiven Bereich. Zudem können wir dort mit gezieltem Training auch den Kohlenhydratverbrauch senken. Dafür muss ich aber immer noch mal so eine Kraftkomponente ins Training einbauen. Und das kennt man als Kraftausdauertraining beim Fahrradfahren mit so einem dicken Gang den Berg hochfahren, weil wir dann in einem großen Umfang dieses Trainings die Typ-2-Fasern, die ja vor allem den Kohlenhydrate verbrauchen, ermüden und somit dort die mitochondriale Dichte erhöhen können. Und eben die Phosphofructokinase, die ja das Hauptenzym ist, damit zu senken. Also ganz kurz mal gesagt das dazu. Also es ist nicht immer das Mittel zum Zweck, der bipolare Ansatz, aber wenn die VO2 Max gesteigert werden soll, und das ist vor allen Dingen ja in der Saisonvorbereitung der Fall, damit ich dieses hohe Potenzial langfristig abschöpfen kann, dann komme ich daran nicht vorbei. Und deswegen sollte man sich da auch im Ausdauersport von verabschieden, im Winter nur lang und locker zu trainieren, sondern man muss schon auch je nach Niveau ein, zwei, vielleicht sogar dreimal hochintensiv gezielt trainieren. Das geht aber nur hochqualitativ, wenn man das lockere Training auch wirklich locker gemacht hat. Ansonsten ist man auf verschiedenen Ebenen eigentlich zu ermüdet und da könnte man jetzt auch noch die Herzratenvariabilität auf zentralnervöser Ebene mit hinzuziehen. Da würde man das zum Beispiel auch sehen und dort sieht man ein sehr gutes bipolares Training nämlich auch. Da haben wir schon genug Erfahrung mit. Lass mich da noch mal kurz einhaken, Ja. Basti. Jetzt, also zumindest impliziere ich das, korrigiere mich ansonsten. Habt ihr vor allem Kontakt oder in der Betreuung Athleten, die irgendwie Mittellangdistanz Triathlon und so weiter machen? Würdest du dieses Modell auch auf den Mittelstreckler, leicht an den Mittelstreckler, der die 800, 1500 läuft, anwenden? Natürlich dann entsprechend mit anderen Reizen, aber im Endeffekt vom Grundsatz identisch oder differenzierst du da? Nein, weil, und das ist, ja, das hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen klarer ausstellen können. Vielen Dank für die Frage. Wir versuchen ja physiologisch zu trainieren. Also, ich habe ja gerade gesagt, das habe ich ja schon versucht, ein bisschen darzustellen, wenn das Ziel ist, die VO2 Max zu trainieren, und das ist ja egal, ob das ein Ironman-Athlet ist oder ein 800-Meter-Läufer,
wir haben den diagnostiziert und wir stellen fest, aerobe Kapazität im Sinne der VO2 Max ist zu niedrig. Dann muss ich diesen physiologischen Parameter trainieren. Ansonsten ein Paradebeispiel, was gar nicht so im Ausdauersport ist, Usain Bolt, 100-Meter-Sprinter. Wenn ich das spezifischste Training machen würde für ihn, dann müsste der jeden Tag 100 Meter laufen vielleicht. Oder, ne, aber der geht in den Kraftraum, weil er sagt, ich muss meine Kraft trainieren. Der trainiert seinen Start und die ersten 30 Meter, weil er die Explosive oder Explosivität oder das Anlaufen trainieren will. Und der trainiert auch 200 Meter Läufe und vielleicht hinten raus Stehvermögen, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich übersetze es jetzt mal so, zu trainieren. Und genauso ist es ja auch im Ausdauersport. Und genau, also dieses spezifische Training, das kommt erst sehr, sehr nah zum Wettkampf hin, um quasi das hohe physiologische Potenzial oder diese hohe physiologische Kapazität spezifisch auszurichten. Aber wenn ich vorher keinen großen Motor habe, kann ich ihn auch nicht dann spezifisch ausrichten. Okay. Merci. Ich habe noch eine Frage rückblickend zum Testmodus hier auf dem Monitor. Und zwar, ob sich der VO2 Max Rampentest zur Erhebung der VO2 Max an den Stufentest direkt anschließt. Nee, wir machen eine kleine Pause. Also vielleicht ganz kurz, wir machen einen dreiteiligen Test, habe ich eben schon mal angedeutet. Stufentest bis um und bei zur anaeroben Schwelle. Da machen wir eine kurze Pause mit einem Re-Warm-Up, sage ich mal ganz kurz, zu einem Rampentest. Dann nehmen wir 30 Sekunden Stufen und steigern auf dem Fahrrad um 25 Watt und im Laufen um 0,5 km/h. Und dem schließt sich dann im Laufen, je nach Niveau, das machen wir eigentlich nur mit leistungsstarken Leuten, auf dem Rad für alle, einen ganz angenehmen Senkentest. Das heißt, man hat nach der Ausbelastung des Rampentests 7 Minuten, die muss man passiv verbringen. Und danach fangen wir wieder ungefähr leicht unter 40 bis 60 Watt im Fahrradfahren zum Beispiel, unterhalb der Schwelle wieder an und schauen uns dann die Laktatkinetik an. Die ist im Grunde ähnlich wie hier auf dieser Grafik. Das heißt, wir haben erst einen Abbau der Laktatkinetik, auch wenn das jetzt nichts mit Laktat zu tun hat auf dem Diagramm. Dann haben wir hier unten einen Umkehrpunkt und oberhalb der Schwelle oder mit der Schwelle baut sich dann ja Laktat wieder auf. Das heißt, wir überprüfen eigentlich die anaerobe Schwelle über den Senkentest. Da verwenden wir aber nur noch Laktat, keine Spiro mehr. Okay. Also nur Test 1 und 2 ist mit Spiro. Für mich als alter Praktiker, kannst du ein, zwei konkrete Trainingseinheiten im Bereich Lit und dann im Bereich der 90% einmal Beispiel dafür für Läufer? Gerne. Gerne. Also im Grunde ist es der wirklich lockere Dauerlauf im Low-Intensity-Bereich. Ja? Also da gibt es jetzt nichts Neues. Da erzähle ich hier auch nichts Neues. Wichtig ist nur, dass er wirklich auch locker ist. Und da erlebe ich gerade, sagen wir mal, in der deutschen Trainingswissenschaft und Leichtathletik, also auch beim DLV, Trainingskonzepte, die das eigentlich nicht physiologisch abbilden, sondern in Prozenten von Bestzeit. Aber der Körper reagiert nicht auf Prozente von Bestzeit, sondern der reagiert auf Stoffwechsel. Wenn einer vom DLV zuschaut, viele Grüße. Und im High-Intensity-Bereich wären es zum Beispiel diese 4x4 oder 5x5 mit 1:1-Ratio, also 4 Minuten Belastung, 4 Minuten Pause. Oder das sind jetzt diese längeren Intervalle. Was auch viel untersucht worden ist in den letzten Jahren, sind kürzere Intervalle, also Intermittent Exercise, also 30-30 zum Beispiel, 30 Sekunden im hochintensiven Bereich, 30 Sekunden im regenerativen Bereich. Und das würde man 10-mal wiederholen und bis zu 10-mal. Und dann hätte man eine Serienpause und das würde man 3-mal wiederholen, dass man auf einen Gesamtbelastungszeitraum von 30 Minuten kommen würde. Das Schöne ist, man nutzt da im Grunde so ein bisschen diese O2-Latenz, also die Sauerstoffaufnahme steigt hier an und in der Pause, aufgrund der hohen Vorleistung, sinkt die dann kaum noch mehr ab und man hat eigentlich dann über einen längeren Zeitraum eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme von überhalb 90%, was ja unser Ziel im High-Intensity-Training ist. Weil wir wissen, dass umso mehr Zeit wir oberhalb von 90% der maximalen Sauerstoffaufnahme verbringen, desto höher ist die Anpassungswahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, der VO2 Max. Okay, perfekt. Merci. Dann. Ich habe noch eine Folie. So, ja? Genau. Ja. ja, das ist eigentlich nur ein Foto. Und das ist etwas, was ich auch lernen musste. Oder immer. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, werde jetzt bald 36, bin jetzt seit 20 Jahren Trainer,
habe mit 16 angefangen mit der Jugendgruppe. Würde ich auch jedem empfehlen, da mal früh anzufangen, weil da kann man ganz tolle Erfahrungen machen. Und vielleicht früher hatte ich natürlich bis zu meinem Sportstudium sehr wenig wissenschaftliche Ausbildung, habe auch mir viel versucht, selber anzulesen, habe aber viel auch über Kommunikation gelöst. Irgendwann mit dem Studium ist der Dunning-Krüger-Effekt eingetreten. Man weiß, man lernt etwas kennen, man denkt, man weiß alles darüber und mit der Zeit merkt man eigentlich, dann geht die Kurve wieder runter, man weiß eigentlich nichts. Und dann vielleicht geht es am Ende nochmal ein bisschen hoch, die Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn. Aber das wird jeder, der hier auch zuhört und du, Benni, auch wahrscheinlich wissen oder die Erfahrung auch schon gemacht haben. Und mehr neben dieser wissenschaftlichen Komponente, die ich für grundlegend halte, um überhaupt Training ausrichten zu können, geht es aber darum, das auch Athletinnen und Athleten zu erklären, sie auf diesem Weg mitzunehmen, das Vertrauen zu geben, warum trainieren wir jetzt zum Beispiel die VO2 Max? Warum? Also das ist für nicht für Ironman-Athleten, für Langdistanz-Triathleten, die Belastungszeiten von ja, länger als 7,5 Stunden haben, also 7,5 ist in der absoluten Weltspitze, ist der Weltrekord, kaum ja erstmal am Anfang begreiflich, warum man jetzt in diesem kurzen, hochintensiven Bereich trainieren muss. Und in dieser Kommunikation befinden wir uns eigentlich als Trainer jeden Tag und immer wieder Erklärungsansätze zu finden, wie man das Athleten näher bringen kann. Und ja, das ist eigentlich hier ein schönes Beispiel, weil der Tobias, der in dem, also mich sieht man da ja in diesem weißen Shirt, und der Tobi, der auch bei Cosmet, wollte ich schon sagen, das nicht, aber bei Pro Athletes arbeitet, ist Profi-Triathlet, das ist vom Ironman Frankfurt in 2019 und ist er Vierter geworden bei der Europameisterschaft, war ein großartiges Rennen und ein großartiger Erfolg von ihm und ich habe dieses Foto rausgenommen, weil das im Grunde eigentlich widerspiegelt, was wir machen. Wir kommunizieren seit jetzt mittlerweile 8 Jahren, arbeiten wir als in diesem Gespann zusammen. Und es geht immer wieder darum, zu kommunizieren, wahrzunehmen. Und was man auf diesem Foto nicht sieht, ist, wir hatten vorher 2, 3 Zeichen vereinbart. Und die waren in diesem Rennen, glaube ich, so mit stilgebend, weil das war ein Tag wie heute und noch heißer, der Hauptpunkt war, bei sich zu bleiben. Und deswegen hatten wir immer das Zeichen hier auf den Kopf zeigen. Bleib bei dir, lass dich nicht abhalten oder abbringen von unserem Plan, den wir ja. Wir hatten vorher eine Diagnostik gemacht. Wir wussten, was er auf dem Rad in Leistung treten kann. Wir wussten, was er ungefähr laufen kann. Und als wir dann wussten, es wird so und so heiß, haben wir es auch noch mal ein bisschen runtergestuft. Und natürlich ist es klar, wenn dann 6 Leute gemeinsam vom Rad steigen, die denken ja alle, okay, heute hole ich mir die Hawaii-Qualifikation im Profibereich. Und er ist sehr, sehr ruhig geblieben. Und das war, glaube ich, der Schlüssel. Ansonsten hätten uns ja all diese Tools, die wir vorher angewendet haben, also Diagnostiken, Trainingswissenschaft, nicht greifen können, hätten wir das nicht so vereinbart. Und das möchte ich bei der ganzen Wissenschaftlichkeit, wenn der Begriff richtig ist, immer auch wieder mitgeben, dass wir, also Coaching ist People's Business und es geht um Kommunikation und nicht darum, im Labor zu sitzen und den Ironman an der Tafel zu skizzieren. Auch wenn ich das selber gerne machen würde und häufig auch mal versuche, geht es darum, zu kommunizieren und den Athleten, weil das sind häufig ja keine Sportwissenschaftler, oder in den seltensten Fällen, dies mitzugeben. Und deswegen habe ich das nochmal mitgebracht, weil das ist unser Daily Job, neben den Diagnostiken, die wir natürlich auch durchführen. Ja, absolut d'accord. Also ich kann da nur aus Athletensicht sprechen. Das ist nicht weniger wichtig als die faktenbasierte, physiologiebasierte Entscheidung und Guidance. Ja, definitiv. Wir haben jetzt noch mal 2 Fragen, die ich kurz aufgreife mit Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt noch 6, 7, 8 Minuten, das ist perfekt. Rückgreifend auf den initialen oder auf deine initiale Chart, wie du die Schwierigkeiten des Übertrags von auf dem Laufband ermittelten Trainingsbereichen in Form von Geschwindigkeitsangaben ins Feld. Wir mussten immer wieder feststellen, dass die wahrgenommene Laufgeschwindigkeit auf dem Laufband höher ist als diejenige im Feld, also draußen. Genau. Also würd ich genauso unterschreiben. Vielleicht da gibt es ja auch genug Angaben. Wir nehmen immer 1% Steigerung, um es halt ein bisschen realitätsnäher zu machen. Also um den Windwiderstand in Anführungszeichen ein bisschen zu simulieren. Ja, gerade bei Personen, die noch nie
auf dem Laufband gelaufen sind, die gibt es ja, haben wir auch die eine oder andere Problematik, gerade in der Ausbelastungssituation im VO2 Max-Test. Das würde man dann aber auch immer entsprechend kommunizieren. Und dann muss man eben das auch notieren, dass es eben keine Ausbelastung vielleicht mal war, sondern weil jemand aufgrund von motorischen Schwierigkeiten, also einfach sich nicht wohlfühlen auf dem Laufband, den Test auch mal abgebrochen hat. Das ist im Grunde ja erstmal nicht schlimm. Man hat dann eben nur keine VO2 Max, aber das kann man ja vielleicht beim nächsten Mal dann anders machen. Was wir aber sehen ist, dass wenn man die Trainingsbereiche sorgfältig auswählt und sie vor allen Dingen auch immer mit Herzfrequenzdaten wieder ab ja, vergleicht, dann haben wir einen sehr, sehr guten Übertrag ins Feld. Natürlich ist klar, da muss man den Untergrund immer noch mal berücksichtigen. Aber ganz grundsätzlich sind wir da eigentlich sehr zufrieden, ja, das kann ich schon so sagen. Okay. Also wir haben tatsächlich ein Problem eine Zeit lang gehabt. Und zwar war das dann, dass die Carbon-Schuhe aufkamen. Und dann konnten die Leute meistens schneller laufen bei gleicher Sauerstoffnahme, das ist ja die Idee. Und das war teilweise ein Problem. Das heißt, wir müssen gerade extrem darauf achten, dass Athleten, gerade im Profibereich, wenn sie zu uns kommen, immer im gleichen Schuh getestet werden. Weil wenn es unterschiedliche Schuhe sind oder ein neues Modell, ich meine, Nike hat mittlerweile die dritte Generation dieser Carbon-Schuhe rausgebracht, da müssen wir sagen, dass wenn wir einen Vergleich von vor 3 Jahren nehmen mit dem ersten Modell, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das hat dann gar nicht was mit einer Physiologie zu tun, sondern halt mit dem Schuh. Die VO2 Max wird jetzt nicht verändert, die bleibt gleich, aber die wird vielleicht dann bei, nicht Vergleich, vielleicht, sondern das sehen wir, die wird bei einer späteren, höheren Stufe erreicht. Okay. Eine Frage Eingang oder noch ergänzend. Fauler Max und VO2 Max, die Kombination. Does it make sense or not? Inwiefern? Das ist die Frage. Vielleicht kann man da noch mal erläutern. Später Also kann man das nochmal kurz präzisieren, während ich kurz auf die andere Frage eingehe. Ich dachte, vielleicht kannst du es präziser einordnen als ich, weil ich wusste es auch nicht genau, was er hören möchte. Um den Energiestoffwechsel darzustellen, sagt er. Also beide. Sich beider Informationsquellen zu bedienen. So im ja, Prinzip. also grundsätzlich, das ist das, was wir machen. Also einmal VO2 Max für den aeroben Stoffwechsel, für das aerobe Stoffwechselsystem und dann einmal die Fauler Max für die anaerobe, fürs anaerobe Stoffwechselsystem oder die Energiebereitstellung. Es ist total spannend. Wir lassen ja auch immer nochmal, das ist ja, was ich eben gesagt habe, das hier sind simulierte Daten. Wir nutzen halt auch immer nochmal so als Backup ein Modell aus den, also ein Stoffwechselsimulationsmodell aus den 1980er Jahren von Marder und Heck. Und das ist sehr, sehr spannend. Und man muss wirklich sagen, dass dieses Modell bis heute, wenn man es mit Spirodaten abgleicht, unfassbar gute Resultate erzielt. Ja, also, und wir wissen natürlich, wenn man Langdistanz-Trailer macht oder Marathon läuft, braucht man eine niedrige Fauler Max, weil die Fauler Max eben auch damit nicht nur den anaeroben Stoffwechsel widerspiegelt, sondern vor allen Dingen eben auch den Kohlenhydratverbrauch. Und da die Kohlenhydratspeicher limitiert sind, ist das schön. Und was wir halt immer wieder sehen, es ist ganz schön, wenn man einen Parameter hat, der sich verändert. Also wir sehen das natürlich auch in diesem Diagramm. Fettstoffwechsel, Kohlenhydrate geht hoch und runter. Aber wenn man eine Zahl hat, also 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde, und der hoch und runter geht, ist das eigentlich für die Athleten sehr leicht verständlich, weil das natürlich ähnlich zur VO2 Max ist, auch eine Zahl, die hoch und runter geht. Ja, okay. Jetzt haben wir ja schön den Bogen gespannt, eigentlich die physiologiebasierte Trainingsbereichsdefinition, dann die Intensitäten, die wir davon ableiten oder die wir daran ankoppeln, um zu wissen, was machen wir konkret im Feld. Jetzt deckt sich das ein Stück weit natürlich mit dem, auch was ich vor 10 Jahren in meinem Studium gelernt habe, teilweise. Natürlich lerne ich immer was dazu, vor allem bei dir, steht außer Frage. Die Frage ist natürlich auch noch, den Blick nach vorne zu richten. Gibt es neue Trends, neue Entwicklungen, methodisch oder auch technisch, wo du sagst, da können wir noch einen draufsetzen, um noch faktenbasierter, noch physiologiebasierter zu arbeiten? Ein Beispiel, oder beziehe ich mich auf die Frage von Philipp hier, wie ist es zum Beispiel mit Wattmessung beim Laufen? Ist auch ein Thema, was wir immer wieder wahrnehmen. Hast du dazu schon eine Meinung bestimmt? Ja, Schieß mal los. auf YouTube bin ich immer so der Anti-Laufleistungs-Guy, habe ich mittlerweile das Gefühl. Das hat aber eher was damit zu tun, dass ich weiß noch nicht, wie es gemessen wird. Und wenn ich nicht weiß, wie etwas gemessen wird, bin ich immer zurückhaltend. Beziehungsweise man misst im Grunde nicht die Leistung, sondern also
Bei der Wattkurbel oder bei dem Leistungsmesskurbel im Fahrrad ist es sehr klar, dass ein Dehnungsmessstreifen und da ist einfach im Grunde die physikalische Gleichung und das macht für mich total viel Sinn, ne? Also man misst eine Kraft und dann halt ja, kann man das ja sehr leicht ableiten. Also Kraft mal Weg durch Zeit. Und das geht im Laufen mit so einem Fußbad eben nicht ganz so leicht. Ich finde es trotzdem interessant. Ich habe es auch mal schon mal dargestellt auf YouTube. Allerdings muss man auch sagen, dass zum Beispiel die Bewegungsökonomie im Vergleich zur Sauerstoffaufnahme durch die Leistung im Laufen überhaupt nicht vernünftig ja, dargestellt wird. Oder im Vergleich, also in der intraindividuellen Vergleichbarkeit ist es im Grunde kein Mittel, das ich anwenden würde. Was ich sehr interessant finde, das weißt du, finde ich gerade die Muskelsauerstoffsättigung. Das ist etwas, was ich also das ist ja ein Abbild der lokalen Zustände sozusagen in der Muskulatur. Also wie viel Sauerstoff habe ich eigentlich zur Verfügung oder wie ist die Sättigung? Ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem wir uns gerade sehr viel beschäftigen, auch dank dir oder mit der Hilfe von dir. Und ja, dann halt viele mobile Sachen, also auch thermoregulatorische Sachen, Körperkerntemperatur kann man mittlerweile ohne Zäpfchen sozusagen oder ohne Pille, die man schluckt, über äußere Sensoren messen oder sehr gut ableiten. Messen macht, tut man eigentlich nicht, sondern man leitet es ab über einen Algorithmus. Das sind sehr interessante Geschichten. Was für mich aber in der Zukunft vor allen Dingen interessant wird, ist, all das zusammenzuführen. Also, wie gesagt, wir arbeiten ja nicht nur im Profibereich, sondern auch im Altersklassenbereich. Und wenn ich mir da unsere Trainingssoftware angucke oder die Smartwatches, was die heute alles tracken, sekundenweise, das ist gelinde gesagt ein Wahnsinn. Und dafür bräuchten wir jetzt schon in unserer Firma fast wahrscheinlich so einen Big Data Analysten, der da uns helfen würde, um da ganz genaue Ableitungen darzustellen. Okay. Ja, prima, vielen Dank. Jetzt haben wir Punkt 18 Uhr. Ich habe noch zwei Fragen in der Leitung. Oder hier, Ich habe Zeit. da würde ich mir vorbehalten, die einfach im Nachgang zu beantworten, weil uns Oder so. die Timeline da einfach jetzt wichtig ist, das nicht ohne zu überstrecken. Also Klaus Bleier, Tobias Nassal, wir melden uns zu den Fragen, auch gerne, wenn noch Fragen jetzt da sind. Schickt sie uns gerne, wir beantworten sie im Nachgang. Das machen wir. Und ja, in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle ganz kurz und knackig, vielen, vielen Dank für all die, die dabei waren bis zuletzt, trotz des fantastischen Wetters. Vielen Dank, Basti, für die sehr wissenschaftlich fundierten Auskünfte, aber eben mit dem straighten Bezug zur Praxis. Ich hoffe, ihr habt alle das eine oder andere mitnehmen können für euer eigenes Training, für eure Athleten oder Coaching, Aufgaben, die euch so alltäglich begleiten. Ich würde gerne noch abschließend eine Umfrage reinstellen, und zwar einfach zu Themen, die euch noch ergänzend interessieren würden, weil wir eben verschiedene Formate gerade testen und spielen und da natürlich nichts wesentlicher relevant ist als das, was euch da draußen aus dem Netzwerk vor allem an Themen interessiert für diese Art von Webinars. Von dem her freue ich mich sehr, bevor ihr euch gleich rausklickt und wahrscheinlich auch das kühle Bier oder die Schwimmeinheit im See verabschiedet, noch kurz eure Meinung dazu preisgibt. Ich habe sie gerade hochgestellt. Findet ihr unten bei Zoom unter Umfragen. Vielleicht könnt ihr da kurz noch einfach eure Mitteilung geben. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, trotz des tollen Wetters draußen. Alles Gute, bis bald und macht's gut. Ciao. Ciao, vielen Dank und viele Grüße an Jürgen Fritsch. Ja, sehr gut. Ja.